Wie baust du deinen Immobilienbestand aus? Was kannst du tun, um weitere Käufe optimal vorzubereiten und die richtigen Weichen zu stellen? Welche Fehler solltest du vermeiden, um wirklich erfolgreich in Immobilien zu investieren und von Immobilien leben zu können? Im Laufe der Jahre durften wir viele Mandanten auf diesem Weg begleiten und von diesen Erfahrungen profitierst du durch dieses Video. Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe zum 7. Schritt in unserer Serie von Immobilien leben. Insgesamt sind es ja 9 Schritte. Und für den Fall, dass du die ersten 6 Schritte noch gar nicht kennst, verlinken wir hier das erste Video. Das zeigt alle 9 Schritte im Überblick. Das ist sozusagen der Routenplan für dich, um von Immobilien zu leben und finanziell frei zu werden. Die Ausgangssituation sieht so aus, dass du nach den ersten 6 Schritten nun Eigentümer von 1 oder 2 Immobilien bist. Das ist genial, denn du nutzt OPM, Other People's Money, um effektiv Vermögen aufzubauen. 1 bis 2 Immobilien sind auch sehr gut geeignet, deine Altersvorsorge zu ergänzen. Aber der Titel unserer Videoreihe lautet ja, von Immobilien leben. Und von 1 bis 2 Objekten kannst du natürlich nicht leben und bist auch nicht finanziell frei. Um das zu erreichen, musst du diesen Prozess, diese ersten 6 Schritte, mehrfach durchlaufen. Und dabei tauchen natürlich Probleme und Fragen auf. Vielleicht siehst du das Problem, dass dein Finanzierungsspielraum begrenzt ist. Den hast du ja in Schritt 2 ermittelt, also die Summe, die dir die Bank maximal zur Verfügung stellt, um Objekte zu kaufen. Und dass diese Summe gar nicht ausreicht, um die entsprechende Anzahl von Objekten zu kaufen, damit du wirklich von Immobilien leben kannst und finanziell frei wirst. Vielleicht denkst du auch über die Themen Mietleerstand und Reparaturen nach und ob es wirklich so sinnvoll ist, so schnell wie möglich so viele Objekte wie möglich zu kaufen. Denn es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Wohnung über einige Monate leer steht, das kannst du eventuell noch aus dem laufenden Einkommen ausgleichen, auch wenn es nicht so geplant ist, oder ob das potenzielle Risiko mehrere Objekte betrifft. Diese und ähnliche Gedanken können dir eventuell nach dem Kauf der ersten oder zweiten Wohnung durch den Kopf gehen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Risiken oder Probleme nicht einfach unter den Teppich kehren und blind Objekte kaufen, sondern dass wir darüber sprechen. Das ist auch der Grund für dieses Video und das ist der Grund, warum wir unsere Mandanten so engmaschig begleiten bei diesem Prozess. Um teure Fehler zu vermeiden, um Fehler zu vermeiden, die eventuell sogar existenzbedrohend sein können. Hier kommen jetzt die Antworten auf diese Probleme und Fragen und ich fange mal mit der ersten Antwort an. Es sind 6 Schritte und nicht nur 1 oder 2. Was meine ich damit? Beim Bestandsausbau geht es jetzt nicht darum, einfach nur das Objekt zu prüfen und wieder zu kaufen, sondern es geht darum, wirklich diesen Prozess, diese 6 Schritte von Anfang bis Ende zu durchlaufen. Und das fängt eben mit Schritt 1 und 2 an. Behalte einen Überblick über deine Finanzen und ermittle immer wieder deinen Finanzierungsspielraum. Warum betone ich das so? Es ist natürlich wichtig, für Mietleerstände oder für Reparaturen gewisse Rücklagen vorzuhalten. Und deshalb ist es auch wichtig zu schauen, wie viel Rücklage ist denn da? Wie viel Kapital ist denn da? Das ist ja im Laufe der Zeit Änderungen unterworfen. Also vielleicht hast du neue Einkommensströme, die dazukommen oder du hast einen Mietüberschuss, den du erzielst, vielleicht von Anfang an oder durch Mietsteigerungen. Und so baut sich eben die Rücklage weiter auf. Und dann sagst du irgendwann, jetzt ist so viel Rücklage da und in der Praxis brauche ich das gar nicht. Unserer Erfahrung nach ist es zum Beispiel bei unseren Mandanten in Berlin so, dass sie immer sehr, sehr, sehr vorsichtig agieren, eine relativ hohe Rücklage vorhalten für eventuelle Mietausfälle und dann im Laufe der Zeit feststellen, dass das gar nicht nötig ist, weil es in Berlin eben keinen Mietleerstand gibt in der Form und wir bei Neuvermietungen in 95% der Fälle einen nahtlosen Übergang haben. Das heißt, diese Rücklage wird gar nicht gebraucht. Dazu kommt, dass bei unseren Mandanten es so ist, dass wir schauen, dass wir möglichst alle Kosten, die in den nächsten 10 Jahren außergewöhnlich dazukommen können, also Reparaturen, Sanierungen, einpreisen und am Anfang mitfinanzieren, sodass in den ersten 10 Jahren eigentlich kaum Kosten anfallen. Und wenn du das feststellst in den ersten 2 Jahren, wie dein Objekt sich wirklich in der Praxis rechnet, dann hast du auch eine neue Ausgangsbasis, um eben dieses Thema Rücklagen neu zu bewerten und vielleicht auch eine Sicherheit zu bekommen, den Bestandsausbau weiter anzugehen. Deshalb empfehlen wir eben, Vermögensaufbau mit Immobilien sukzessive zu betreiben. Nicht gleich mit 5, 6 Objekten zu starten, sondern wirklich mit 1 oder 2 Objekten und dann einfach zu schauen, wie das sich in der Praxis entwickelt. Diese berechtigten Überlegungen sollten aber nicht dazu führen, dass du zu zögerlich bist und jetzt gar nicht mehr ins Handeln kommst vor lauter Angst, sondern sie sollten dir eine realistische Einschätzung geben und du solltest aktiv bleiben und aufmerksam bleiben, um deinen Bestand weiter auszubauen. Schritt 2 musst du auch immer wieder durchlaufen, nämlich deinen Finanzierungsspielraum zu ermitteln. Warum kann sich der im Laufe der Zeit ändern? Einnahmen können sich ändern.
Die beste Investition ist ja die Investition in die eigene Fortbildung. Wenn du dich fortbildest, wenn du also da am Ball bleibst, dann kann es ja auch sein, dass du mehr Einnahmen bekommst. Entweder weil du beruflich aufsteigst in deiner Position, deinem Job, oder aber weil du nebenberuflich etwas beginnst. Natürlich spielen auch Mieterhöhungen eine Rolle. Auch dadurch können zusätzliche Einnahmen generiert werden. Und auch Ausgaben können sich ändern. Auch daran kannst du ja aktiv mitwirken. Und so ändert sich dieser Finanzierungsspielraum. Dazu kommt, dass auch das Objekt sich verändert. Also in Berlin steigen die Objektwerte ja an, sodass der Finanzierungsspielraum eben größer wird, weil der steigende Objektwert einem sinkenden Darlehen gegenübersteht und sich neue Spielräume ergeben, was die Sicherheitsstellung bei der Bank angeht. Und deshalb, um wirklich Chancen zu nutzen, die sich ergeben, bleibe immer up to date und ermittle immer wieder neu deinen Finanzierungsspielraum. Bleib einfach im Gespräch mit deinem Finanzierungsvermittler, mit deinem Finanzierungscoach, mit deinem Berater und schaue, dass du dort immer einen aktuellen Stand hast. Zu diesem Prozess gehört auch Schritt 3 zum Beispiel. Finde die richtige Strategie und den optimalen Standort. Du sagst vielleicht, naja, den habe ich doch am Anfang schon gefunden und definiert. Aber das kann sich durchaus bei weiteren Zukäufen ändern, weil du zum Beispiel dein Portfolio diversifizieren möchtest. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Du hast vielleicht die ersten 2 bis 3 Objekte in einem A- oder B-Standort gekauft, in einem Ballungsgebiet wie Berlin, und hast nun festgestellt, dass du deine Rücklagen, die du dir zurechtgelegt hast, um Mietleerstände oder um Reparaturen auszugleichen, gar nicht antasten musstest, dass also die Investment richtig gut laufen. Du hast aber auch festgestellt, dass die Miete eben nicht so hoch ist, wie zum Beispiel an C- oder D-Standorten im Verhältnis zum Kaufpreis. Nun kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich Gedanken zu machen, ob man für das 4. Investment dann an ein C- oder D-Standort geht, eine höhere Miete im Verhältnis zum Kaufpreis bekommt und dafür eben auch eine leichtere Finanzierung bei der Bank. Genau das Gleiche gilt eben umgekehrt. Und diese Überlegung sollte man sich immer wieder stellen, gerade wenn man so die ersten Investments hinter sich hat. Und jetzt kommen ein paar richtig gute Tipps aus der Praxis, wie du deinen Bestand ausbauen kannst und worauf du achten solltest. Erster Tipp: Du solltest dein Eigenkapital optimal verteilen. Was ist damit gemeint? Du solltest schon bei der ersten und zweiten Finanzierung darauf achten, die nächsten Finanzierungen zu begünstigen. Ähnlich wie beim Billardspiel. Profis machen es ja so, die spielen nicht einfach nur den nächsten Stoß und gucken, dass die weiße Kugel dann eine Kugel berührt, die dann sofort eingelocht wird, sondern die schauen auch, dass der nächste und übernächste und überübernächste Stoß dann entsprechend erfolgreich ausgeführt werden kann. Und so solltest du es auch bei der Finanzierung machen. Was heißt das konkret? Also, du solltest nicht in deine ersten 2 Finanzierungen all dein Eigenkapital stecken, weil die Banken oft bereit sind, gerade bei den ersten 1 oder 2 Objekten, den vollen Kaufpreis oder sogar noch darüber hinaus zu finanzieren, je nach Konstellation. Und es macht dann unter Umständen keinen Sinn, nur wegen eines geringfügig besseren Zinses jetzt unheimlich viel Eigenkapital zu investieren. Natürlich solltest du auch eine Rücklage behalten, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und eben Eigenkapital in der Hinterhand behalten, um die 3. und 4. Finanzierung dann zu begünstigen. Die Banken möchten natürlich immer maximale Sicherheit haben und wollen natürlich alles wissen, was du so hast. Aber auch an dieser Stelle der Tipp, vielleicht der Bank nicht alles Eigenkapital zu zeigen. Da solltest du mit deinem Finanzierungsberater drüber sprechen. Also wenn du beispielsweise 30.000 oder 40.000 Euro Eigenkapital hast und möchtest eine Wohnung für 150.000 Euro investieren, dann würde ich vielleicht 15.000 bis 20.000 Euro zeigen und dem Berater auch klar machen, dass man dieses Geld nicht unbedingt investieren möchte, sondern eine möglichst hohe Beleihung haben möchte, auch wenn der Zins vielleicht etwas ungünstiger ist. Dadurch beschleunigst du deinen Vermögensaufbau mit Immobilien. Zweiter Tipp: Verteilt die Grundschulden optimal. Das ist jetzt ein echtes Profithema, aber ich möchte dazu einige Sätze sagen, damit ihr wisst, worauf zu achten ist und das zumindest mit eurem Berater dann auch besprechen könnt. Erstmal grundsätzlich: Grundschulden dienen der Bank, die ein Darlehen ausgibt, als Sicherheit und werden in Abteilung 3 eines Grundbuches eingetragen. Aber diese Grundschulden müssen nicht im Kaufobjekt eingetragen sein. Wenn ihr beispielsweise ein Objekt kauft, könnt ihr das komplette Objekt über ein anderes Grundbuch finanzieren. Wenn ihr zum Beispiel ein Haus geerbt habt, was lastenfrei ist, dann könnt ihr der Bank sagen, ich möchte nicht, dass die Grundschuld auf dem Kaufobjekt eingetragen wird, sondern auf dem lastenfreien Objekt, was schon vorhanden ist. Und sofern das Objekt eben werthaltig ist und die Bank entsprechende Sicherheit dort bekommt, die Bank wertet das Objekt dann ein, dann funktioniert das auch. Also Kaufobjekt und Beleihungsobjekt müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen. Das ist natürlich ein seltener Fall. Viel häufiger ist der Fall, dass für eine Finanzierung 2 Grundschulden bestellt werden, nämlich auf dem Kaufobjekt einen Teil und auf einem anderen Objekt einen Teil als Zusatzsicherheit.
Auch hier wieder ein Beispiel. Ihr kauft eine Wohnung für 200.000 Euro. Die Bank wertet euer Objekt ein und sagt, der Beleihungswert liegt bei 180.000 Euro, also 10% weniger. Ein Abschlag von 10% ist völlig normal. Die Bank würde also auf dem Kaufobjekt jetzt 180.000 Euro als Sicherheit eintragen und ihr müsst doch 20.000 Euro finanzieren und die Nebenkosten von 16.000 Euro, also 8% bei uns in Berlin. Das heißt, ihr müsstet 36.000 Euro Eigenkapital einsetzen. Nun ist das ja nicht unbedingt gewünscht. Alternativ könnt ihr der Bank eine Zusatzsicherheit anbieten, nämlich eine freie Grundschuld in einem anderen Objekt über 36.000 Euro. Und dann würde die Bank euch 216.000 Euro komplett finanzieren mit zwei Grundschulden. Unsere Kunden in Berlin profitieren natürlich davon, dass die Objekte in Berlin im Wert steigen und dass immer wieder Grundschulden frei werden, die man für den Vermögensaufbau mit Immobilien nutzen kann. Das ist ja unsere Strategie, die wir erfolgreich umsetzen. Gerade jetzt haben wir ein Beispiel, ein Kunde, der vor 2 Jahren eine Wohnung gekauft hat für 230.000 Euro, hat eine Grundschuld von 230.000 Euro eingetragen. Die Wohnung liegt jetzt im Wert bei 300.000 Euro. Die Bank macht einen Abschlag von 10% und würde 270.000 Euro als Beleihungswert hier sehen, sodass der Kunde jetzt freie Grundschulden von 40.000 Euro hat zusätzlich. Und damit kann er dann das nächste Objekt teilfinanzieren, also eine Zusatzsicherheit der Bank anbieten. Es ist natürlich etwas schwer, pauschal zu sagen, wie du die Grundschulden richtig verteilst. Aber hier einige meiner Grundsätze. Bei den ersten 1 oder 2 Wohnungskäufen solltest du Zusatzsicherheiten, zusätzliche Grundschulden vermeiden, weil die Banken eben bei den ersten 1, 2 Finanzierungen bereit sind, relativ hoch in die Beleihung zu gehen. Also oft den vollen Kaufpreis finanzieren und da solltest du nicht von dir aus zusätzliche Grundschulden anbieten oder auch den etwas höheren Zins in Kauf nehmen ohne Zusatzsicherheit, damit du diese Option einfach noch für die 3. oder 4. Finanzierung hast. Du solltest zu hohe Globalgrundschulden vermeiden. Was meine ich damit? Du kaufst beispielsweise 2 Wohnungen mit einem Kaufpreis von jeweils 200.000 Euro und finanzierst diese beiden Wohnungen über eine Bank. Das heißt insgesamt 400.000 Euro. Und da gibt es Banken, die tragen diese 400.000 Euro als Grundschuld in beide Grundbücher ein. Der Effekt ist natürlich, dass du beide Grundbücher komplett blockierst, denn es wird sehr, sehr lange dauern, bevor du dort Zusatzsicherheiten eintragen kannst, weil einfach der Wert sich ja erstmal verdoppeln muss, der Immobilie, und das kann entsprechend lange dauern. Also achte darauf, dass wirklich nur das in ein Grundbuch eingetragen wird, was auch für dieses Objekt finanziert wird. Achte auf die Zinsbindungen. Wenn du beispielsweise ein Objekt schon 6 Jahre hast und eventuell dann in 5 oder 6 Jahren verkaufen möchtest und jetzt eine Zusatzsicherheit bestellst, die auch wieder eine Zinsbindung von 10 Jahren hat, dann hast du eine Fristenüberschneidung. Und dann musst du eben mit der Bank auch darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn ich das Objekt verkaufe. Lösungsmöglichkeiten sind da, dass du mit der Bank konkret absprichst, welches Kapital dann hinterlegt wird als Ersatzsicherheit. Oder du sprichst eben konkret ab, ab welchem Tilgungsstand diese Ersatzsicherheit komplett wegfällt. Oder ab welchem Beleihungswert, der dann neu ermittelt wird, diese Ersatzsicherheit komplett wegfällt. Aber das sollte eben am Anfang geschehen. Das sollte in den Kreditvertrag eingeschrieben werden. Das sollte Teil der Verhandlung sein. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, out of the box. Aber genau darum geht es ja. Die Strategie für dich optimal auszurichten. Du solltest auch vermeiden, zu kleinteilig zu werden, also Grundschulden von 5.000 oder 10.000 Euro zusätzlich zu bestellen. Ich habe schon Grundbücher gesehen, da sind da 3 oder 4 Banken drin und die nachrangigen Banken sind mit 5.000 oder 10.000 oder 20.000 Euro drin. Also ich passe immer auf, dass möglichst 30.000 oder 40.000 Euro eingetragen werden, damit eben ein Objekt maximal 2 Grundschulden hat. Also wie gesagt, ein Profi-Thema. Wenn du dazu Beratung brauchst und Hilfe brauchst, dann wende dich gerne an uns. Schreib uns eine Mail unter info@ams-gmbh-online.de und wir helfen dir gerne bei deiner strategischen Ausrichtung. Tipp Nummer 3. Verbessere deine Bonität. Bonität kommt von Bonus, das heißt gut, also verbessere dein Gutsein bei der Bank sozusagen. Du kannst einmal auf deine Ausgaben achten, die vielleicht einmal im Jahr checken, wo du Geld sparen kannst, wo du optimieren kannst. Dafür gibt es ja genug Ratgeber. Kannst ein bisschen kreativ sein, beispielsweise bei der nächsten Gehaltsverhandlung kannst du mit deinem Chef darüber sprechen, ob du nicht einen Dienstwagen bekommen kannst. Dann sparst du bei der Bank die Ausgabenpauschale für Kfz zum Beispiel und solche Dinge. Manchmal kommen ja auch Umstände dazu. Wenn zum Beispiel das Kind aus dem Kindergarten kommt, fällt der Kindergartenbeitrag weg. Auch das sind natürlich äußere günstige Umstände. Aber noch mehr Spaß macht es natürlich, deine Einnahmen zu verbessern. Also beruflich dich weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch Fortbildung ein besseres Gehalt zu bekommen.
dein Unternehmen weiterzuentwickeln, wenn du selbstständig bist, oder aber auch nebenberuflich selbstständig zu sein. All das sind eben Dinge, um die Einnahmen zu steigern. Und nicht zuletzt durch Entwicklung deiner Immobilie. Dazu haben wir ja gerade ein Video gemacht, das verlinken wir hier nochmal. Also durch Mieterhöhungen, durch Umbauten, durch Neupositionierung, durch Entdeckung von Potenzialen sorgst du aktiv dafür, dass sich dein Wert der Immobilie entwickelt und deine Bonität insgesamt verbessert. Tipp Nummer 4, halte deine Selbstauskunft aktuell. Die Selbstauskunft beinhaltet ja einerseits deine Einnahmen und Ausgaben, andererseits aber auch die Vermögensseite, also Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Und das solltest du spätestens alle Jahre, also jährlich aktualisieren. Ich mache das zum Beispiel alle Vierteljahr. Jetzt sagst du vielleicht am Anfang, das ist ja noch übersichtlich bei 1 bis 2 Objekten, aber du solltest dir das von Anfang an angewöhnen. Du glaubst gar nicht, was sich dort im Laufe der Zeit alles so verändert. Du solltest dir auch angewöhnen, von Anfang an eine Immobilienaufstellung zu führen, also eine Aufstellung aller Objekte mit allen wichtigen Kennziffern und auch den Daten zur Finanzierung. Das ist für eine Bank, die du neu anfragst, wesentlich übersichtlicher. Du kannst anhand dieser Selbstauskunft auch sehen, wie sich dein Einkommen entwickelt, also dein freies Einkommen, dein Cashflow entwickelt, und kannst dann vielleicht auch proaktiv auf einen Berater, auf einen Finanzierungsvermittler zugehen, wenn das Einkommen sich eben dann entsprechend vergrößert und du den Eindruck hast, mein Finanzierungsrahmen könnte wieder eine neue Finanzierung hergeben. Wenn du die Selbstauskunft aktuell hältst, hat das den Vorteil, dass du nicht erst, wenn sich eine Gelegenheit bietet, Unterlagen zusammensuchen musst und mühsam alles zusammenstellen musst, was unheimlich viel Zeit kostet, sondern dass du sofort handlungsfähig bist und Chancen und Gelegenheiten wahrnehmen kannst. Bei Unternehmern und Selbstständigen gehört es natürlich dazu, die Zahlen des Unternehmens ständig aktuell zu halten. Das betrifft mich ja auch, um eben die Selbstauskunft dann auch richtig ausfüllen zu können. Also die Zahlen des Vorjahres, der Jahresabschluss, der vorläufige, sollte dann im Februar oder März vorhanden sein, abgeschlossen sein. Und der endgültige Jahresabschluss sollte dann im Mai oder Juni vorliegen. So erwarten das die Banken. Und wenn ihr einen etwas größeren Bestand habt, dann braucht ihr auch aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen und Summen- und Saldenlisten. Die sollten aktuell sein. Das hilft auf jeden Fall. Wenn euer Steuerberater dazu nicht in der Lage ist, dann überlegt auch, den Steuerberater zu wechseln oder vielleicht intern eine Buchhalterin oder einen Buchhalter einzustellen. Ich habe das für mich so gelöst. Für unsere Firmen haben wir einen internen Buchhalter und der bucht also die laufenden Geschäftsvorfälle im Jahresverlauf, im laufenden Jahr, und so liegen mir die aktuellen Zahlen immer bis zur Monatsmitte des nächsten Monats vor und ich bin dadurch jederzeit handlungsfähig. Tipp Nummer 5, vertiefe dein Immobilienwissen und suche nach neuen Ideen. Es hilft dir natürlich ungemein, wenn du beim Ausbau deines Immobilienportfolios dein Wissen vertiefst, dein Wissen erweiterst und auch neue Ideen aufschnappst. Das kannst du aus Büchern, es gibt ja gute Fachbücher, es gibt auch Bücher, die sehr praxisorientiert geschrieben sind mittlerweile. Das kannst du über Fachvorträge oder Seminaren machen. Ich bin nun auch kein Freund davon, jedes bei Facebook angebotene Seminar zu besuchen, egal um was es geht. Also überleg dir einfach, welches Thema für dich aktuell interessant ist und suche dann nach dem entsprechenden Fachvortrag oder nach dem Seminar. Besuche auch Messen, da kannst du wunderbar Kontakte knüpfen, neue Leute kennenlernen, die deinen Horizont erweitern, erfährst die neuesten Ideen und Innovationen in dem Bereich. Natürlich bekommst du auch Kontakte in den sozialen Medien, also wenn du Xing oder Facebook-Gruppen beitrittst, wo es um Immobilien geht. Und überlege doch mal, wen du kennst aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem Verwandtenkreis, der auch Immobilieninvestor ist. Triff dich einfach mit ihm auf einen Wein oder ein Bier und unterhalte dich und versuche einfach Ideen auszutauschen. Vielleicht sogar im Bekanntenkreis, wenn ihr das nächste Mal eine Geburtstagsfeier habt, dann sprecht nicht über Krankheiten oder irgendwie Urlaub, sondern sprecht mal über Investments. Das würde der Geburtstagsfeier dann eine ganz neue Wendung geben. Noch ein Hinweis zum Schluss. Der Vermögensaufbau mit Immobilien, um von Immobilien zu leben, wird in der Praxis bei euch wahrscheinlich auch nicht regelmäßig stattfinden. Also ihr solltet euch keine Sorgen machen, wenn ihr mal Jahre dabei habt, in denen ihr keine Immobilie kauft. Das findet nämlich zyklisch statt, wie wir aus Erfahrung wissen. Meistens kauft man in den ersten 1-2 Jahren 2 bis 3 Objekte, dann kommt wieder eine Wartephase von 2 bis 3 Jahren, um dann erneut zuzuschlagen sozusagen. Das kann daran liegen, dass die richtigen Angebote fehlen. Das kann aber auch daran liegen, dass die Zahlen in der Selbstauskunft einfach nicht passend sind, um eine neue Finanzierung zu beantragen. Und die müssen erst wieder passend werden, damit ihr eben nach einer Wartezeit von 2-3 Jahren erneut zuschlagen könnt. Wichtig ist nur, den Fokus nicht zu verlieren, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wachsam zu bleiben, aktiv zu bleiben, das Objekt zu entwickeln, eure Objekte zu entwickeln, euer Fachwissen zu vertiefen, um eben wirklich dann am Ende erfolgreich von Immobilien leben zu können und finanziell frei zu sein. Wie seht ihr das? Ist es für euch auch wichtig, euch vorzubereiten auf den nächsten Kauf? Dann gebt uns doch ein Like und schreibt auch hier gerne in die Kommentare, wie ihr euch vorbereitet. Das hilft dann auf jeden Fall auch anderen in der Community hier bei uns.
Wir nähern uns langsam dem Ende, nicht nur dieses Videos leider, sondern auch der kleinen Serie von Immobilie Leben. Nächste Woche sind wir bei Schritt 8 von 9 Schritten. Und damit du nicht verpasst, wie es weitergeht, stell dir doch sicher, dass du unseren Kanal abonniert hast und dass du auch die Glocke aktiviert hast. Die befindet sich neben dem Abo-Button und da kannst du einstellen, dass dir jedes Video, was wir neu hochladen, sofort angezeigt wird. Und damit stellst du sicher, dass du keine wertvollen Tipps mehr verpasst, wenn es um den Vermögensaufbau mit Immobilien geht. Und so kannst du eben auch effektiv Vermögen aufbauen und finanziell frei werden. Folge uns auch gerne auf Instagram und Facebook, darüber freuen wir uns auch. Du musst auch jetzt unseren Kanal nicht verlassen. Du kannst erstens das Video nochmal anschauen, zweitens weiterempfehlen und drittens haben wir noch zwei spannende Videos aus unserem Kanal hier rausgesucht, die wir hier verlinken, die du dir unbedingt anschauen solltest. Danke an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Für euch alles Gute, bis bald, euer Heiko Kleischewski.